So, und damit ein herzliches Willkommen hier, ich glaube zur Folge 7 in Let's Play EP 11. Und ja, wir machen weiter. Und ja, die letzte Folge ist ja schon eine Woche her. Also die wird jetzt immer so am Wochenende irgendwann rauskommen, meistens sonntags, vormittags wahrscheinlich. Zumindest EP, die anderen Projekte kommen dann wieder im Laufe der nächsten Woche, wie ja, Train Simulator auf jeden Fall und Umsicht, schauen wir dann mal. Gut, wir wollen also hier ein Straßenbahndepot bauen. Ja, sind hier stehen geblieben mit der Anpassung der Gehwege. Das werden wir irgendwann später mal fortsetzen, weil da habe ich jetzt keinen großen Plan geschmiedet. Und ja, genau, wir möchten also hier ein kleines Straßenbahndepot bauen. Ich würde jetzt mal sagen, mit 4 Gleisen, so, das müssen wir auch mal ausprobieren. Und zwar, was hat man hier für ein Gleisstil? Das war ID Nummer 8. ID 8. Schauen wir einfach mal hier. Sollte irgendwo hier drunter dann sein, oder? Ja, ich schaue einfach mal, welches das war. Genau, wir brauchen nämlich jetzt hier sowieso andere Schienen dann. Oder auch nicht. Ja, wir googeln jetzt mal einfach kurz Straßenbahndepot und dann schauen wir mal, wie wir das machen, weil wir könnten ja einmal nur mit Teer machen, aber einmal nur mit Sand. Schauen wir einfach mal, an was wir uns da so orientieren werden. Also, das wäre jetzt einmal hier eine Variante mit Teer und hier irgendwie mit Sand. Also mit Textur dann oder so. Wenn man natürlich Textur nimmt. Ja, ich glaube, ich habe da schon eine Idee. Wir nehmen also so eine Textur, denke ich mal, und erhöhen aber die. Also können wir diese Gleise schon belassen, die passen dann. Okay, schauen wir mal, wie das dann funktioniert. Also nur Schienen V7 sind es nämlich. Und zwar, ja, nur welche jetzt, ne? Nur welche ist die Frage? Nur Schienen V7 steht hier. Von denen gibt es aber einige. So, aber ohne Schwellen. Ich finde die schon noch. Hoffe ich. Hier sind die. Genau, die sind es. Und die habe ich dann leicht mal übersehen, aber naja. So, also wir können jetzt hier einmal die Gleise zusammenlaufen lassen. Das sollten wir auch machen bei einer Straßenbahn. Also müssen wir mal kurz in 3D. Und das wird dann hier eine Zwei-Wege-Weiche. Genau. Dann kommt nämlich hier ein kurzes Verbindungsgleis rüber. Es muss ja bei der Straßenbahn nicht so breit sein, es kann ja auch schön eng sein. Also machen wir jetzt hier einfach mal 30 und so viel Platz haben wir hier eh nicht. Also gehen wir mal lieber auf 20 und dann hier auch auf 20, nochmal 20, nochmal 20, nochmal, nochmal. So, dann ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob das dann hier reicht. Das schauen wir einfach mal jetzt. Machen wir also hier nochmal ein Gleis rein. So, und dann machen wir nämlich hier draus gleich auch eine Zwei-Wege-Weiche. Das war aber jetzt nur auf der falschen Seite das Ganze. Die erste Weiche ist nämlich hier drüben. Okay, dann. Also führen wir hier auch mal die 20er fort. Und dann löschen wir einfach das hier raus. Machen wir es doch mal ein bisschen weiter, sonst wird es zu eng, das Ganze. Sollten wir hier schon in die Kurve gehen, eigentlich schon. Wir haben jetzt nur ein bisschen wenig Platz, das ist das Problem. Also machen wir jetzt hier mal einfach 30 draus. Dann gehen wir hier gleich so ein wenig in die Kurve. Machen also hier ein 20er Stück. Und setzen den Winkel auf 5. Naja, bei Straßenbahn ist es ja nicht so. Da können wir auch 10 gleich nehmen oder 15. Da können ja die Kurven viel enger sein. Es ist nicht so ein großes Drama. So, und dann. Genau.
Und jetzt verbinden wir das Ganze. So, ja, ich hoffe, die Aufnahme läuft so, wie ich sie mir, so wie ich sie mir vorstelle. Und so wie auch die letzten Folgen, und dann wird das schon passen. Ja, genau, das sieht nämlich recht gut aus. Für ein Straßenbahndepot passt das nämlich dann gleich so. So, weil wir hier enge Weichen haben, können wir hier gleich nochmal eine Weiche anschließen. Machen wir jetzt nur mit, ich weiß nicht, sind das 10 Grad hier? Ne, sind weniger. 5. Ja. Und die Länge auch nur auf 5 hier. So. Und dann einmal geradeaus. Und dann war es das hier schon. So, und das Ganze auch nach links. Also, ja, das Ganze teilen wir mal in 2x30er Stücke. So, und dann kommt das hier nach links. So, und dann können wir das jetzt wieder verbinden hier. Genau, es ist jetzt nur ein bisschen sehr eng hier, das Ganze für so ein Straßenbahndepot. Ich weiß nicht, ob man das hier auf der rechten Seite eingekürzt hat. Ich denke schon, weil dann könnte man das nämlich hier ein wenig breiter machen jetzt. Das ist halt jetzt das Gute an so einer zugeschnittenen Anlagenfläche. Wir können uns jetzt einfach hier das auch wieder dran bauen. Ja, ich würde sagen, hier brauchen wir wirklich ein bisschen mehr Platz. Ist dann natürlich wieder ein kleiner Nachteil, weil wir halt mehr bebauen müssen, aber das soll uns jetzt auch egal sein. Das machen wir jetzt einfach mal hier das noch dran. So, genauer anpassen können wir es ja dann später irgendwann mal. Das ist nicht so dringend. So, genau, und jetzt können wir dann noch mal 10 dranhängen, denke ich. Ups, 50. Ja, genau, mit 50 sind wir dann recht gut bedient. Und ja, ich denke mal, das ist so ausreichend dann. Ich kann ja mal probieren. Wir hatten ja schon irgendwo, habe ich mal für ein Bild eine Straßenbahn draufgesetzt, die ist aber nicht mehr da. Okay. Es fällt mir nur auf, hier fehlt uns jetzt ein Verbindungsgleis, oder? Naja, das brauchen wir hier gar nicht mehr. Ja, genau, das machen wir dann hier nämlich noch anders. Weil 4 Gleise sollten hier dann auch reichen, denke ich. So, also einmal so, und dann machen wir hier draus auch gleich eine Weiche. Und das auch auf 20 wieder. Ja, das ist fast schon zu viel. Nehmen wir mal 15, dann können wir uns hier gleich dran halten. Das parallel machen. Es geht nicht ganz. Ist der Abstand zu groß. Nehmen wir mal 4,0. Bei Straßenbahnen sollte das noch ausgehen, die sind nicht so breit. Genau, und dann passt das. Dann fügen wir nämlich hier noch ein Gleis hinzu, und hier können dann längere Straßenbahnen oder mehrere rein. Jetzt müssen wir das Ganze hier nur umdrehen. Die Weiche muss nämlich hier rein. Und hier eben nicht. So. Passen wir das einmal so an. Ja, jetzt haben sie sich die ineinander gefangen. Das müssen wir kurz beheben. Also hier wieder wandeln, nicht tauschen. Zurückwandeln in ein Gleis. So, und dann können wir hier problemlos anschließen. So, und dann können wir jetzt hier eigentlich die ganzen Werte so übernehmen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Jetzt haben wir hier nur wieder eine Weiche drin. Jetzt könnte man hier natürlich noch ein fünftes Gleis reinmachen. Ich glaube, das machen wir auch. Ja, das machen wir jetzt alles mal mit Winkling. So, also einmal minus 5 nach rechts. Das Ganze natürlich schön kurz auf 10. Da sind minus 5 schon zu viel. Also nehmen wir minus 10. So, und dann einmal gerade. Ja, da können wir wirklich ein gerades reinmachen. Und dann einfach nur 10er Winkel. So, und dann haben wir das hier. Naja, ist fast zu nah. Machen wir das mal länger. Machen wir das mal 15.
Dann hier wieder das 10er ran und der Winkel auch auf 10. So. Und ja, das Ganze hier, also das könnte man dann in einem Innendepot machen vielleicht. Und hier haben wir jetzt einfach noch so ein Gleises außen zum Abstand vom Fahrzeugnis. Genau, dann passen wir das hier rechts ran. Und hier passt es jetzt nicht ganz. Ja, ist ja kein Problem. Dann machen wir es einfach so. So, genau. So, jetzt ist hier noch ein kleiner Fehler drin, den korrigieren wir schnell. Na, so war es nicht. Nee, so nicht, ne? Das war jetzt hier, glaube ich, auch, oder? Ja, genau, das war die Weiche. Nur aber dieses Verbindungsgleis hier streikt ein wenig. Da machen wir einfach mal Gleislücke schließen und hoffen, dass das funktioniert. Nee, das ist nicht möglich. Das ist nicht schön. Dann nehmen wir das einfach ab hier. Gleislücke schließen. So. Ach, jetzt hat er ein ganzes Gleis gesetzt. Ist auch gut. So, und hier draußen machen wir jetzt einfach eine Zwei-Wege-Weiche. Dann müssen beide Gleise angepasst sein. Genau. Ja, dann das Ganze hier noch. Und jetzt sieht es doch ganz gut aus. Jetzt versehen wir die ganzen Gleise hier natürlich mit einem Prellbock. In Gleis umwandeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schön ist, wenn hier so riesen Klötze drin sind. Machen wir mal hier 45 draus. Das ist noch zu wenig. Nehmen wir eher 47. Ups, ich glaube, ich habe zu viel erwischt. Okay, 47 sind eindeutig zu viel. Oder ich habe das Gleis irgendwie verrutscht. Nö. Komisch, komisch. Dann 45 hat aber gerade einigermaßen gepasst. Also, es nimmt sich gleich so viel. Ja, dann machen wir hier einfach Komma 2. Und dann passt es einigermaßen mit den anderen. So, genau. Und jetzt sieht es doch schon ganz nett aus. Und können wir schon mal durchgelassen, würde ich sagen. Also mir gefällt vom ersten Eindruck. Ja. Nur die Prellböcke müssen wir vielleicht dann noch tauschen. So, jetzt nehmen wir aber mal von den ganzen. Ne, hier müssen ja die Weichenlaternen bleiben, oder? Ne, bei Straßenbahn auch nicht, ne? Nö, die müssen dann hier noch weg. Also einmal alle verstecken. Ne, nicht hier. So. Und das da. Und der Kollege. Somit auch der Kollege. Und dann sollten so gut wie alle verschwunden sein. Ich glaube, das trifft auch zu. Ja, und so können wir das dann schon lassen. Ob wir die Prellböcke dann lassen, weiß ich nicht. Ich vermiere jetzt nicht so. Gut, ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier mal irgendeine Erhöhung. Wir machen das jetzt also auf die Höhe von den Straßenbahngleisen gerecht. Also ja, ein bisschen weniger. Ich würde mal sagen, so sieht es ganz gut aus. Und so übernehmen wir das jetzt. Entschuldigung. So, und so übernehmen wir das jetzt hier. Den ganzen Bereich hier, wo das Straßenbahndepot hinkommt. Und auch hier im Eck übernehmen wir diesen Wert. So. Und jetzt können wir uns hier eine schöne Textur raussuchen. Und zwar die Pflastersteine. Und jetzt schauen wir mal, was hier so passen würde. Unser Pflaster. Okay, das ist eher so in die Richtung so gelbmäßig.
Okay, also solche da. Und das Ganze vielleicht eingefärbt. Nee, das ist zu gelb, oder? Ja, das passt eher nicht so. Ist so orange sind die, aber nee, das sieht dann kacke aus. Ja, machen wir einfach hier die Standardfarbe. Ja, das sieht doch gut aus. Und ja, das Ganze skalieren wir aber größer, würde ich sagen. Nicht so groß, aber so, dass es hier irgendwie gerecht wird. Vielleicht so auf 200. Ich denke mal, mir ist vielleicht fast noch ein wenig zu groß, die 200. Aber 100 sind auf jeden Fall zu klein. Ja, es geht aber nicht anders. Also nehmen wir hier einfach mal die 200. Sieht dann hier schon okay aus. So, und das hier für das ganze Depot. Hier, ja, am Rand setzen wir dann vielleicht noch hier hinten ein paar Häuser. Beziehungsweise einen Zaun. Genau, und so sieht es dann ganz okay aus, finde ich. Und ja, jetzt muss man ja schauen, ob das Ganze noch ein wenig höher sein muss, aber ich würde fast sagen, es passt direkt so. Genau. Ja, zu den ersten Schritten zum Straßenbahndepot würde ich sagen, passt das ganz gut. Wir stellen jetzt hier nur noch eine Straßenbahn hin. Ich habe da nur die EP6 Modelle, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. So. Einfach nur, dass hier was draufsteht. Dass wir uns das ansehen können und den schnell eine Runde fahren lassen können. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der so richtig zusammengebaut ist. Falls da jemand meckern will, ist mir gerade egal. Ja, da passen locker zwei nebeneinander hin, das ist kein Problem. Das ist alles ganz sauber hier. Ja, genau, das sieht doch so recht gut aus. Vielleicht muss dann hier noch so eine Ampel hin oder so, das weiß ich noch nicht. Oh, ansonsten wird das eigentlich gut passen. So, jetzt müssen wir hier nur die Weiche mal umstellen. Dass wir auch ein anderes Gleis sehen. Genau. Und dann hier umdrehen und hier rüber auf die andere Spur fahren. Ja, und ich würde das so als ganz nett empfinden eigentlich. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play EP. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Wenn nicht, schreibt es einfach in die Kommentare und eure Ideen natürlich dazu. Und ja, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Tschüssikowski.